In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 3.2 des CAD-Workshops. Die zugehörige technische Zeichnung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. In dieser Aufgabe sollen wir ein Auspuffrohr zeichnen. Und für die Konstruktion dieses Rohrs werden wir wieder Austragungen entlang einer Bahn sowie Referenzgeometrien verwenden, unter anderem. Ich werde damit beginnen, das lange Rohrstück zu zeichnen. Und dafür brauche ich zunächst einmal eine Bahnskizze. Hier noch einmal eine kleine Hilfslinie dran und hier unten auch, damit wir definieren können, dass es genau 90 Grad sind, in dem das Ganze verläuft. Aber die müssen wir natürlich dann als Konstruktionsgeometrien definieren, damit die bei der Bahnskizze nachher nicht berücksichtigt werden. Und damit sind wir auch schon fertig. Dann können wir direkt dieses Feature hier oben auswählen. Ich will dann nämlich diesmal keine Profilskizze zeichnen, sondern hier das kreisförmige Profil benutzen. Das ist praktisch eine Art Voreinstellung von SolidWorks. Dann brauchen wir nämlich nur eine Bahnskizze, das ist diese hier. Wir müssen den Durchmesser unseres kreisförmigen Profils einstellen, das wären hier 50 mm. So wäre das jetzt praktisch Vollmaterial, wir wollen ja ein Rohr haben, deswegen müssen wir mit dünnem Feature hier noch einstellen, dass das Ganze ein Hohlkörper wird. Jetzt müssen wir einmal prüfen, in welche Richtung das Ganze dann gemacht wird. Genau nach außen. Wir haben ja einen Innendurchmesser von 50 mm. Dann haben wir jetzt 1 mm nach außen noch verdickt. Okay. Gut. Dann werde ich als nächstes diesen Flansch dort am Anfang zeichnen. Und dafür nehmen wir erstmal eine der Basisebenen wieder, diese hier. Skizze. Ich fange damit an, mir hier einmal eine Spiegellinie in die Mitte zu legen. Und dann können wir nämlich gleich direkt nur die Hälfte zeichnen und den Rest hinüberspiegeln. Das muss natürlich eine Konstruktionsgeometrie sein. So. Hier die Verrundung, beziehungsweise diese Kreisbögen hier außen, sind ja konzentrisch zu dem Rohr. Das können wir einstellen, indem wir die Mittelpunkte dieser Kreisbögen deckungsgleich mit dem Mittelpunkt des Rohrs setzen. Den hier auch. Und ich mache mir noch hier in der Mitte auch noch eine Hilfslinie. Die kann ich nämlich jetzt benutzen, um hier Symmetriebeziehungen einzustellen. Und wir haben hier in der Mitte noch eine kleine Bohrung. Und dann können wir bemaßen.
Diese Skizzenelemente spiegeln wir jetzt auf die andere Seite. Und wir wollen ja hier in der Mitte kein Material haben, da soll ja das Rohr durchgängig sein. Das heißt, wir übernehmen uns hier noch die Innenkante des Rohrs mit der Funktion Elemente übernehmen. Okay. So sieht das Ganze aus. Das können wir jetzt für ein Feature benutzen. Ganz einfach linear ausgetragen. 10 mm. Ja, und wir müssen ja auf die Richtung aufpassen. Es soll ja nach außen gehen. In diese Richtung. Okay. Als nächstes möchte ich mich um den Endtopf kümmern, den Schalldämpfer dort hinten. Dafür brauchen wir irgendeine Skizze, mit der wir anfangen können hier hinten. Wir könnten zwar schon eine Skizze im Grunde auf diese Oberfläche von dem Rohr hier legen. Etwas robuster wäre es aber in dem Fall, wenn wir dort schon mit einer Referenzgeometrie, mit einer Referenzebene arbeiten. Das heißt, ich erstelle mal hier eine Ebene. Und die soll parallel zu einer meiner Basisebenen verlaufen. Und zwar zu dieser Ebene, der Ebene rechts. Die YZ-Ebene, wenn man ins Koordinatensystem guckt. Und wir wollen einen Abstand einstellen. Und laut Zeichnung müssen das 2100 mm sein. Dann liegt die nämlich genau hier vorne. Und die Ebene können wir benutzen, um eine neue Skizze zu erstellen. Und hier drauf werde ich jetzt das Profil dieses Schalldämpfers skizzieren. Dafür brauchen wir eine Ellipse. Ja, ich lege sie gleich noch gerade hin. Ist mal so eine Hilfslinie hier rein. Die soll horizontal sein, dann liegt das Ganze auch gerade. Wir stellen mal eben die Größe der Ellipse ein. Und sie soll natürlich genau mittig auf diesem Rohr liegen. Das heißt, ich stelle den Mittelpunkt dieser Hilfslinie konzentrisch zu dem Rohr, dann liegt es genau in der Mitte automatisch. Und wir wollen natürlich den Rohrdurchgang hier nicht verschließen. Das heißt, wir nehmen uns auch wieder die Innenkante des Rohrs mit in die Skizze. Okay, das Ganze können wir dann wieder austragen. Und zwar für 800 mm. Jetzt ist natürlich dieser Schalldämpfer nicht einfach nur ein dickes Gehäuse mit einem kleinen Loch in der Mitte, sondern das Ganze ist hohl von innen, laut Zeichnungen mit einer Wandstärke von 2 mm. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Material wieder wegnehmen. Ich werde mal nochmal eine Skizze auf dieser Ebene 1 erstellen. Und diese Skizze soll ja das Innenprofil enthalten, was ich dann wegschneiden möchte, den Kontur. Dazu kann ich das Werkzeug Offset-Elemente benutzen. Ich wähle das einfach einmal die Kante hier aus, klicke dann auf Offset-Elemente und wir wollen nach innen und 2 mm weit ein Offset-Element erzeugen. In dem Fall diese Skizze, diese Ellipse. Und das wollen wir jetzt wegschneiden. Dafür müssen wir natürlich nochmal mit Offsets arbeiten. Wir wollen ja die Endstücke, die Wände am Ende nicht wegschneiden. Das ist natürlich die falsche Richtung. So, und wir wollen von einem Offset starten.
Offset von 2 mm. Noch kontrollieren, dass der Offset in die richtige Richtung eingestellt ist. Ja. Und dann wollen wir nicht für 800 mm schneiden, sondern wollen ja 4 mm sparen. Also 796. Okay. Das können wir einmal kontrollieren, indem wir die Schnittansicht aktivieren. Das sieht soweit gut aus. Vermessen einmal sicherheitshalber die Wandstärke. Meter. Zwei Millimeter. Und dann hier unten auch einmal. Ja, ich nehme an 2,06, weil wir jetzt gerade hier ein bisschen schief sind. Also die Schnittansicht liegt nicht genau auf der Mitte. Ich verändere noch mal einmal die Schnittebene, damit wir das genau vermessen können. So, jetzt liegen wir genau auf der Mitte und jetzt müssen wir auch genau hier 2 mm messen können. Okay, dann machen wir als nächstes noch dieses kleine Endstück. Dazu werde ich wieder eine geführte Austragung benutzen. Und wir brauchen wieder eine Bahnskizze. Jetzt haben wir hier keine Ebene, auf die wir die Bahnskizze legen können. Deswegen erstelle ich mal eben eine. Und wir wollen das Ganze parallel zu einer unserer Basisebenen haben. Das ist in diesem Fall die YZ-Ebene hier, die Ebene vorne. Und der Abstand ist dieses Mal 300 mm. So. Und darauf erzeugen wir uns wieder eine Skizze. Zeichnen eben dieses kleine Bahnprofil hier hinten noch. Direkt so ein paar Hilfslinien da dran gemacht. Okay, damit haben wir unsere Bahnskizze wieder. Dann wieder wie eben ein kreisförmiges Profil ausgetragen mit 50 mm und dünnem Feature. Dann haben wir hier noch ein paar Verrundungen mit jeweils 3 mm Radius. Okay, damit wären wir von der Konstruktionsseite fertig. Wir stellen noch ein Material ein. Diesen Edelstahl hier. Und dann können wir die Masseneigenschaften überprüfen. Wir liegen hier bei 11.960,67 Gramm. Ist das das, was in der technischen Zeichnung steht? Nicht so wirklich. Ja, woran liegt das? Haben wir irgendwo einen Fehler bei der Konstruktion gemacht? Ich habe es im Nachhinein nochmal überprüft und keinen Fehler gefunden. Tatsächlich liegt das Ganze wohl daran, dass bei der Erzeugung von diesen Ellipsen für den Endtopf
allgemein bei der Massenberechnung relativ schnell Ungenauigkeiten entstehen. Im Vergleich zu einem Rohr oder einer einfacheren Geometrie ist ja jetzt eine Ellipse nicht so einfach, was die Massenberechnung angeht. Und ich nehme an, dass es hier bei SolidWorks da relativ schnell zu Ungenauigkeiten intern kommt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unser Riffelblech. Dort hatten wir auch Ellipsen und auch dort hatten wir kleine Abweichungen zu dem, was in der technischen Zeichnung stand. Also das sind einfach Rechenungenauigkeiten, die hier durch die Approximation des Volumens entstehen. Das Ergebnis hier ist nicht falsch. Wir müssen nur darauf achten, dass wir die Masseneigenschaften nicht hundertprozentig genau hier haben. Okay, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.